In der Affäre um die mutmaßliche Bestechung eines Juristen ist der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen worden. Das teilten Justizkreise in Paris mit. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass Sarkozy zusammen mit seinem am Vortag ebenfalls in Gewahrsam genommenen Anwalt Thierry Herzog versucht haben könnte, sich illegal Informationen aus einem laufenden Gerichtsverfahren zu beschaffen. Die Justiz hatte Ende Februar infolge von abgehörten Telefonaten Sarkozys mit seinem Anwalt ein neues Ermittlungsverfahren wegen Bestechung und Verletzung des Ermittlungsgeheimnisses eingeleitet.